Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Mini-Käsekuchen vorbereite. Ich habe drei unterschiedliche Varianten vorbereitet, und zwar einmal Oreo, Twix und Erdbeer. Und jetzt fangen wir an! Für den Boden der Käsekuchen habe ich Butterkekse und Oreo-Kekse und von den Oreos habe ich die Füllung erstmal entfernt. Die beiden gebe ich jetzt in meinen Mixer einzeln rein und lasse die richtig klein hacken. Meine Kekse sind jetzt jeweils in Puderform und da gebe ich jetzt geschmolzene Butter hinzu. Die Konsistenz, die ich brauche, ist so eine feuchte Sandform. Das ist der ideale Boden für diese Kekse. Dann gebe ich den Boden einzeln ein in meine Form und ich benutze hier eine Mini-Käsekuchenform. Ihr könnt aber auch eine Cupcake-Form verwenden, wenn ihr möchtet. Die Butterkekse nutze ich als den Boden für meine Erdbeerkäsekuchen und für die Twix. Deswegen habe ich davon ein bisschen mehr. Und das Ganze gebe ich jetzt einfach gleichmäßig ein in die Form. Und dann gehe ich mit meinem Finger noch über drauf, um alles so festzudrücken und glatt zu bekommen. Das Ganze stelle ich dann in den Kühlschrank, während ich an der Füllung arbeite. Die Basis der drei Käsekuchen-Varianten bestehen alle aus Mascarpone, Frischkäse und Sahne. Und die gebe ich jetzt alle in meine Rührschüssel ein und lasse die dann für ungefähr eine Minute oder so mischen, damit es schön cremig wird. Da ich keine Gelatine benutzen möchte, nehme ich nicht frische Erdbeeren, sondern gefriergetrocknete Erdbeeren. Und das sind ganz natürliche Erdbeeren, die bei niedriger Temperatur gefroren werden und dann getrocknet, das heißt, die haben sozusagen so gut wie gar keine Feuchtigkeit. Die kann ich dann auch in meinen Mixer eingeben und ganz fein hacken lassen, genau wie die Kekse. So entsteht jetzt mein Erdbeerstaub und ich finde, das sieht total schön aus. Das kann man so essen, es ist super zum Dekorieren, aber es ist auch jetzt in dem Fall ideal für die Erdbeerkäsekuchen. Hier ist meine Creme. Die teile ich jetzt in drei, also ich nehme ein Drittel davon und gebe die in eine kleine Schüssel und da gebe ich die Erdbeeren gleich hinzu. Als Bindemittel für das Ganze benutze ich weiße Schokolade. Das heißt, ich habe meine weiße Schokolade schon geschmolzen und die gebe ich jetzt zu meiner Erdbeermischung. Und die ist übrigens ein bisschen abgekühlt, Sodass das Ganze nicht schmilzt. Diese Mischung von weißer Schokolade, Erdbeer ist so lecker, das riecht auch so gut. Also da muss man auf jeden Fall einen Löffel von probieren. So, wenn das Ganze fertig ist, gebe ich die in meine Form. Das heißt, ich hole meine Form jetzt aus dem Kühlschrank raus und fülle die erste Reihe mit dieser Erdbeermischung. Die Form klopfe ich dann ein bisschen gegen meinen Tisch, damit da die Luftblasen rauskommen. Und das Ganze stelle ich dann in meinen Kühlschrank, während ich an den Twix arbeite. Für den Twix-Käsekuchen habe ich ein bisschen dunkle Schokolade und einige Twix schon klein gehackt. Und von zwei der Twix nehme ich nur die Karamell- und Schokoseite. Das heißt, ich entferne hier gerade die Keksseite, die möchte ich nicht haben. Das Ganze gebe ich dann in eine Schüssel und lasse es über ein Wasserbad schmelzen. In der Zwischenzeit hole ich aus meinem Kühlschrank die Frischkäse-Mascarpone-Mischung und nehme davon wieder ein Drittel oder die Hälfte von dem, was übrig geblieben ist. Und da gebe ich jetzt diese geschmolzene Twix- und dunkle Schokolademischung hinzu und rühre das Ganze schön cremig. Diese Mischung verteile ich jetzt in meine zweite Reihe und stelle die Form dann auch wieder in den Kühlschrank. Für den Boden der Oreo-Käsekuchen hatte ich ja zuerst die Füllung entfernt. Die Füllung habe ich aber aufbewahrt und jetzt geschmolzen mit ein wenig dunkler Schokolade. Und die gebe ich zu meiner Frischkäse-Mascarpone-Mischung. Und das ist dann die Basis meiner Oreo-Käsekuchen.
Hier gebe ich dann aber auch noch ein wenig Oreo-Kekse hinzu, die ich per Hand zerbrösel und einfach hinzugebe. So, diese Mischung gebe ich jetzt in meine letzte Reihe in meiner Mini-Käsekuchenform ein und dann stelle ich das Ganze in mein Gefrierfach für circa 3 bis 4 Stunden. Was ich bei dieser Form liebe, ist, dass ich einfach unterschiedliche Arten von Käsekuchen in einem Schwung produzieren kann, aber auch vor allen Dingen, dass ich den Käsekuchen ganz leicht trennen kann aus der Form. Da die Käsekuchenstücke ja jetzt gefroren sind, muss ich nur ein bisschen Wärme hinzugeben und dann poppen sie schnell raus, weil der Boden ja auch trennbar ist. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch dekorieren. Und zum Dekorieren habe ich schon ein bisschen Sahne festgeschlagen und dunkle Schokolade geschmolzen. Damit meine Gäste wissen, was in den Käsekuchen drin ist, lege ich am liebsten auch immer ein Stück von dem Inneren ins Äußere rein. Das heißt, ich dekoriere meine Oreo-Käsekuchen mit Oreos, meinen Erdbeerkäsekuchen mit frischen Erdbeeren und auf meinen Twix-Käsekuchen setze ich auch ein paar Stücke Twix hinzu. Und als letztes gebe ich jetzt geschmolzene Schokolade über meine Twix und Erdbeerkäsekuchen, um dann noch ein bisschen Farbe mit reinzubekommen. Und dann sind wir fertig. Falls ihr die genauen Zutaten haben möchtet, die gebe ich euch unten im Link an. Da kommt ihr auf unserem Blog und könnt euch die Zutaten anschauen. Und da findet ihr auch die Mini-Käsekuchenform und auch die gefriergetrockneten Erdbeeren. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, dann würde ich mich über ein Like und Subscribe natürlich sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!